Bevor wir uns entgiften und Giftstoffe ausleiten, ist es zwingend notwendig, unsere Mikronährstoffe aufzufüllen. Quecksilber bindet sich zum Beispiel an Selen. Haben wir einen Selenmangel und einen Quecksilberaus, kann das verheerende Folgen haben. In dem Interviewausschnitt aus dem Entgiftungskongress mit Dr. Harald Banzhaf und Uncas Gemmicker sprechen beide über das von Harald entwickelte A4-Konzept, wobei die vier A's für Auffüllen, Ausleiten, Aufstehen und Achtsamkeit stehen. Der Moderator Uncas Gemmicker ist der Entgiftungsexperte schlechthin und hat vor allem durch seinen Podcast Bio360 deutschlandweit Bekanntheit gewonnen. Dr. Harald Banzhaf ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Spezialist für naturheilkundliche Verfahren und Umweltmediziner. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß beim Interview. Du hattest mir gesagt, du hast so ein Programm oder so ein Begriff, den nennst du A4. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Ja, wir haben aufgrund dieser jahrelangen Erfahrung, jetzt über 20 Jahre, eben gesehen, was wirkt und was wirkt nicht so gut und haben deshalb ein sogenanntes A4-Konzept entwickelt, das aus diesen vier A's besteht. Und diese vier A's stehen rein auf der körperlichen Ebene, beginnend mit dem Thema Auffüllen. Da reden wir von Mikronährstoffen, von Vitalstoffen. Da geht es um Ernährung. Das zweite A steht dann, weil das erste ist die Voraussetzung für das zweite A. Das zweite A steht für Ausleiten, Entgiften von Schadstoffen, von Metallen, von anderen Chemikalien etc. Das dritte A steht für Aufstellen. Da arbeite ich mit einer Methode nach dem Professor Franz Ruppert. Der hat eine identitätsorientierte Psychotraumatherapie entwickelt. Aufstellung des Anliegens nennen wir es. Früher nannten wir es Traumaaufstellung. Es geht bei dieser Methode eben genau darum, unbewusste, verdeckte Verletzungen ans Licht zu bringen und sie deshalb bearbeiten zu können und eben dieses dauerhaft übererregte Nervensystem herunterfahren zu können. Und das vierte A steht dann für was, was im Moment sehr trendy, sehr sexy ist in unserer Gesellschaft, nämlich das Thema Achtsamkeit. Alle reden von Achtsamkeit, ob wir es dann tatsächlich praktizieren, ist eine andere Frage. Achtsamkeit sozusagen als Basis, als Rahmen und als Container für all die anderen Methoden. Ich sehe immer wieder auch in der Praxis und auch bei anderen Fortbildungen und so weiter, dass ja für die ersten Maßnahmen, also Auffüllen und Ausleiten, ein Bewusstsein geschaffen werden muss. Das heißt, wenn die Menschen nicht erkennen, was ihnen nicht gut tut, was schädigend ist, dann werden sie nicht in der Lage sein, sich einer entsprechenden Zahnsanierung zu unterziehen, was ja auch einen ganz hohen Stellenwert hat, und dann entsprechend sich vorzubereiten mit Mikronährstoffversorgung, um eine Entgiftung überhaupt machen zu können. Und dieses Achtsamkeitskonzept, das ist einfach sehr, sehr praktisch für jedermann durchführbar. Es hat nichts mit Esoterik zu tun. Es ist wissenschaftlich in der Zwischenzeit sehr gut untersucht. Und es ist für mich sozusagen ein Türöffner im Sinne einer Bewusstseinsbildung. Und durch dieses Achtsamkeitskonzept kann A, Erkenntnis und Wissen geschaffen werden, was notwendig, was hilfreich ist. Aber gleichzeitig, wenn jemand meditiert, und das ist die Methode des Achtsamkeitstrainings, dann kann er dadurch auch seinen Parasympathikus aktivieren. Er kann eben auch in die Nähe kommen, um sich versteckten, unbewussten Anteilen in sich zu nähern, nämlich diesen Traumaanteilen und die nach und nach mit diesen anderen Methoden helfen zu beheben. Und das nennen wir eben A4-Konzept. Also auffüllen, ausleiten, aufstellen und Achtsamkeit. Wobei die Achtsamkeit müsste ja eigentlich dann an erster Stelle stehen, so wie ich dich verstanden habe, oder? Denn zum Auffüllen oder zum Ausleiten komme ich ja erst dann, wenn ich mir bewusst werde, dass vielleicht, dass es mir gar nicht so gut geht oder dass ich Dinge verändern möchte. Das hat auch einen wiederum praktischen Aspekt. Ich arbeite als Umweltmediziner. Zu uns kommen die Menschen vor allem, weil sie körperliche Beschwerden haben, weil sie den Verdacht haben, sie sind mit Chemikalien, mit Metallen belastet. Und dann tun wir uns manchmal, sage ich ganz offen, schwer, jemanden davon zu überzeugen, er solle denn jetzt meditieren. Und die Menschen verstehen dann
zu Beginn oftmals nicht und sagen, ja, da bin ich sozusagen an der falschen Adresse, da habe ich mich geirrt, das ist nicht mein Ding, ich will doch meine Gifte loswerden. Deshalb haben wir das nicht an den Anfang gestellt, aber in der praktischen Arbeit ist es auch so, dass diese Dinge natürlich parallel laufen. Ich muss nicht zuerst auffüllen und ausleiten, um dann eine Traumabearbeitung durchzuführen und dann erst beginnen, sozusagen Achtsamkeitstraining durchzuführen, sondern es geht natürlich parallel. Und von der Sache her hast du völlig recht, dieses Achtsamkeitstraining ist im Prinzip die Basis, das hatte ich auch gesagt, der Container für all das andere. Ich wollte nur erklären, warum das im Prinzip auch so hilfreich und eben aber auch so wichtig ist. Und es ist auch letztendlich für uns ein Weg oder ein Mechanismus oder ein Mittel, um überhaupt unsere Anliegen, dass wir möglicherweise in einer sehr belasteten Umwelt leben, dass wir durch Mobilfunk 24 Stunden dauerbestrahlt werden und so weiter. Das hat wiederum mit Achtsamkeit zu tun. Und deshalb versuchen wir eben dieses Achtsamkeitskonzept auch über das spezifische Therapeutische hinaus in die Welt zu tragen. Weil nur wer im Prinzip sich seiner bewusst ist, und das hat wiederum was mit achtsam werden und sein zu tun, kann überhaupt autonome Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen treffen, zu sagen, das eine ist schädigend, das andere ist vielleicht nicht so schlimm oder das andere ist hilfreich und dann eben entsprechende Maßnahmen eingreifen. Also es hat jetzt, wir sind jetzt eigentlich schon bei einem Thema, das weit über das individuell Krankmachende oder Therapeutische hinausgeht, sondern das ist eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja, das heißt, letzten Endes ist ja dann die Achtsamkeit kommt ja dann auch schon durch die Krankheit vielleicht, ja? Also die Leute kommen zu dir, wenn es ihnen gut geht, und das führt ja zu einer gewissen Achtsamkeit, zum gewissen Hineinspüren. Das ist natürlich nicht der ideale Weg, aber das ist wahrscheinlich doch eher mal die Realität, und dann geht's halt dann los, auffüllen, ausleiten, aufstellen, Achtsamkeit, und wenn man dann da sozusagen angekommen ist, dann hat man natürlich die Voraussetzung, das ganze Ding, den ganzen Körper zu betrachten, mit sich im Einklang zu sein, mit sich vor allem in Kontakt zu sein und sich dann auch besser um sich zu kümmern. Vielleicht fangen wir doch mal jetzt dann sozusagen bei Schritt 1 an, der jetzt dann doch in der Regel dann der erste Schritt ist, mit dem Auffüllen. Du hattest eben gesagt, Auffüllen ist die Voraussetzung für das Ausleiten. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen. Ja, Ausleiten bedeutet, dass der Körper seiner Schadstoffe entledigen muss. Das funktioniert alles über biochemische Prozesse, über enzymatische Prozesse, vor allem über die Leber, aber auch über die Nieren, über den Darm, über das Lymphsystem, über die Haut. Und dazu braucht der Körper, das weiß jeder, der im Biologieunterricht mal war, einer gewissen stofflichen Basis, damit Mitochondrien, damit Zellen, damit all das funktioniert. Ich vereinfache jetzt sehr. Und dazu brauchen wir im Prinzip eine stoffliche Basis, und das sind die Makronährstoffe, also das sind Fette, das sind Eiweiße, das sind auch in gewissem kleinen Rahmen Kohlenhydrate, und wir brauchen aber vor allem die sogenannten Mikronährstoffe. Und wir sehen und wir messen das ja in der Regel oder nicht in der Regel eigentlich immer bei jedem Patienten, der mit solch einem Anliegen in die Praxis kommt, und sehen, ich überblicke jetzt da doch über 20 Jahre, dass fast alle Menschen, auch viele Kinder und Jugendliche, mehr oder minder große Mikronährstoffmängel haben, besonders im Bereich von Selen, besonders im Bereich von Zink. Da denke ich auch an die HPU, an diese Hämopyrrolactamurie, an B12, an Kofaktoren. Und die werden zuerst mal gemessen, laborchemisch, also ein Status quo erhoben und dann dementsprechend aufgefüllt, entweder durch Einnahme, also oraler Art, oder eben auch per Infusionen. Ja, okay. Ja, das sind ja die Klassiker, ne? Zink, Magnesium, Selen, Jod, wo sehr, sehr viele Menschen einen Mangel dran haben. Und das ist ja fatal, denn gerade diese vier Mineralstoffe spielen wirklich eine Rolle im gesamten Stoffwechsel. Wir haben hunderte, bei Magnesium sogar tausende enzymatische Prozesse, die da dranhängen. Wir brauchen Jod und Selen für die Schilddrüse, was wiederum unsere Energieproduktion sozusagen
kontrolliert. Und ja, wir funktionieren einfach nicht, wenn wir diese Stoffe haben. Und Entgiftungsfunktionen hängen da dran. Also es ist absolut entscheidend, sich diesen Mineralstoffen und natürlich auch noch anderen Dingen, aber das sind so die Big Four meiner Meinung nach, zu widmen. Dazu kommt ja eben auch, dass Menschen, die krank sind, in der Regel diese chronischen Entzündungsprozesse vorweisen, das wir ja heute auch messen können mit einigen Biomarkern. Und eben auch diese chronischen Entzündungsprozesse, um die überhaupt zu regulieren und herunter zu regulieren, braucht es eben wieder Mikronährstoffe. Und wir wissen ja auch, wir kennen den Zusammenhang zwischen Kieferstörherden, zwischen Entzündungen im Kieferbereich, zwischen auch Metallen im Kiefer und so weiter und der chronischen Entzündung und auch selbst die zahnärztliche Sanierung, die ja dann auch im Prinzip vor der Ausleitung geschieht, zwischen Auffüllen und Ausleiten, braucht eben, damit der Heilungsprozess gelingt und damit der Körper das gut verarbeiten kann, eben ja auch schon dieser Mikronährstofftherapie. Also das spielt sich da auch in verschiedenen Ebenen ab. Und auch wiederum zur Mikronährstofftherapie, da geht es wieder nicht nur um biochemische Ausleitungsprozesse, sondern wenn wir jetzt ans Gehirn denken und an die Neurotransmitter, an die Überträgerstoffe wie Serotonin, also unser, manche sagen Glückshormon oder unser Aktivierungs- oder Belohnungshormon, Dopamin, die brauchen alle Kofaktoren, die brauchen alle Mikronährstoffe. B6 ist da vor allem ganz wichtig, Folsäure ist ganz wichtig, Vitamin C ist ganz wichtig. Das heißt, auch die psychische, die emotionale Verfassung hängt ja auch an diesen Mikronährstoffen. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Besuch unseren Kanal, hier findest du viele weitere informative Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlass auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen mit Entgiftung. Wie hast du dich entgiftet? Was hat bei dir funktioniert? Wobei hattest du Nebenwirkungen? Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.